Hallo und willkommen zu einer Late-Nerd-Show wieder aus dem Studio. Und ja, wir wären sicher gerne auch wieder weiter unterwegs. Aber erstens ist das Wetter scheußlich und zweitens waren wir ziemlich krank und vielleicht sollten wir noch ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen jetzt ganz brav hier wieder hinterm Tisch und vor Coruscant als Hintergrund. Wir reden heute über das schwarze Auge, LARP und einen Steinzeit-Comic. Und den Anfang macht die Regionalspielhilfe zur Siebenwindküste. Nachdem wir einen guten Teil der Produktflöte dazu schon durch haben, haben wir uns jetzt das Kernstück vorgenommen, nämlich die eigentliche und echte Regionalspielhilfe. Albernia ist für viele sicher eine der prägenden DSA-Regionen, war sie doch immerhin Schauplatz einiger Einsteigerabenteuer. Und gerade die gute alte Havena-Box war für viele in meinem Bekanntenkreis sowieso der Start ins aventurische Heldenleben. Somit ist mit der Region einiges an emotionalem Ballast verbunden, zugleich jede Menge erlebte aventurische Geschichte. Und die Erwartungen sind hoch. Die Struktur entspricht natürlich allgemein der letzten Regionalspielhilfe, also der zu Andergast und Nostria. Es wird also ein allgemeiner Abriss zur Geografie und den Bewohnern der Siebenwindküste geliefert. Dann wird jede Teilregion detaillierter besprochen, dann jede Siedlung mit den wichtigsten Infos aufgeführt. Wir bekommen Infos zur heimischen Flora und Fauna, zu Sitten, Gesetzen, Feiertagen, Bräuchen und Religionen der Region, dazu, wie es die Leute hier mit Magie handhaben oder wie sie zum Adel stehen. Dazu gibt es einen ausführlichen Geschichtsabriss, eine Übersicht der wichtigsten Meisterpersonen und einen abgesetzten Abschnitt mit Meisterinformationen und kosmologischen Geheimnissen, komplett mit einigen Abenteueraufhängern. Wir erfahren, was typische Professionen der Gegend sind, zum Beispiel die Distelritter des Hauses Fenvasien, die die Gesetze der Feen durchsetzen, und bekommen passende Professionspakete mitgeliefert. Zu den Professionen wird noch viel an Fluff geboten, um einen Helden der Region ausgestalten zu können. Seine ganze Vorgeschichte kann sogar ausgewürfelt werden. Die Effort-Geweihte wird neu vorgestellt und damit sinnvoll spielbar. Ebenso werden Zauberbarden noch einmal beleuchtet, wenn auch nicht so ausführlich wie schon in der aventurischen Magie. Völlig neu sind Regeln für Feenpakte und Feenblütige, womit bestimmte Fähigkeiten einhergehen, die für Spielercharaktere in DSA 5 sind und die vermutlich wieder nicht jedem gefallen werden. Für mich aber durchaus so klingen, als würden sie frischen Wind ins Spiel bringen. Sehr schöne Idee also. Auch werden verschiedene Arten von Feen und Biestigern ausführlich mit Werten vorgestellt. Dazu kommt noch eine Art Szenario, eine frei platzierbare Feenglobule mit Meisterpersonen, Orten und Konflikten. Auch handfestere Infos sind drin, typische Ausrüstungsgegenstände und Klamotten der Region. Ein anderer Abschnitt befasst sich ausführlich mit den Regeln in Feenwelten, der Feenmagie und dem Phänomen der Feenpakte. Für jemanden, der als Rezensent solch einen Band von vorne bis hinten durcherkannt darf, ist die Struktur teils ein wenig mühsam. Das Buch ist so designt, dass es einen Neuling überall abholt und wenig Fragen offen bleiben. Dadurch wiederholen sich aber einige Informationen immer wieder und das Ganze wirkt vor allem im ersten Drittel etwas schwafelig. Auch sind die Infos manchmal so trocken und wirken stark nach Erdkundebuch, dass ich nicht sicher bin, ob der Funke bei Neulingen überspringt. Wie schon bei Nostergast hat man sich dazu entschieden, den Key Selling Point der Region stärker herauszuarbeiten. In Albernia sind das eindeutig, das habt ihr vermutlich schon gemerkt, die Feen, die jetzt deutlich stärkeren Einfluss auf die Spielwelt haben, als das noch bei DSA 4 der Fall war. Auch das ist aber ingame-technisch begründet. Ansonsten wird immer wieder betont, wie freiheitsliebend und unbeugsam die Bewohner dieser kargen Gegend sind, die ganz bestimmt nicht einfach nur Fantasy-Irland ist. Viele der Vorschläge für Inspirationen sind dann auch entsprechend sehr offensichtlich, von Robin Hood bis zur Gralslegende und allen möglichen keltischen Vorbildern. Aber so ein Buch ist ja auch nicht dafür gedacht, es von vorne bis hinten durchzulesen. Es ist ein Nachschlagewerk und als solches funktioniert es super. Wir bereiten gerade wieder ein LARP in der Region vor und alle Infos, die wir dafür gebraucht haben, haben wir schnell gefunden. Apropos LARP. Wir sind natürlich auch stolz, dass mit Steffs Magister-Ilmenblick Ideen aus unserer LARP-Kampagne Collegio Magicae in das Buch gewandert sind, auch wenn einiges im Schaffensprozess verloren ging oder ein wenig umgedeutet wurde. Die Bilder tun wie immer ihr Übriges, um nicht zu sagen einen Großteil der Arbeit, um das Flair der Region rüberzubringen, und Layout und Struktur sind vorbildlich. Persönlich hätte ich mir vielleicht gewünscht, tatsächlich mehr in die Tiefe als die Breite zu gehen. Ja, jeder auf der Karte verzeichnete Weiler ist beschrieben, aber oft nur etwas nichtssagend. Ich hätte mir eher Schlaglichter gewünscht, in denen dann wirklich lebendige Details und noch viel mehr Plothooks zu finden sind. Dafür hätten mir beim Großteil der Örtlichkeiten Stichwortsammlungen gereicht. Vor allem die Städte kommen etwas zu kurz, aber gerade Havena soll ja noch ein eigenes Buch bekommen. Insgesamt ist es ein nützlicher und auch sehr hübscher Band, der 8 von 10 Punkten verdient. Wo wir es eben auch schon von LARP und von Steff
in der Regionalspielhilfe hatten. Der Charakter hier, Ephraim Imblick, ist vor allen Dingen wichtiger Angelpunkt für unsere DSA-Lab-Kampagne. Man kann das Schwarze Auge, wie wir schon öfters gesagt und auch gezeigt haben, ja auch als Lab spielen. Denn wir haben da unsere eigene kleine Reihe, Sphärensturm heißt sie. Und Steff ist da entweder vor Ort, weil wir dann auf dem seinem Versuch, ein Kollegium für Magier zu gründen, spielen. Oder er ist zumindest der Auftraggeber, denn wir haben jetzt auch einen Zweig von ausgegliedert, der wieder eher Abenteuer-Con ist, während das ursprünglich Veranstaltungen waren, auf denen sich Gelehrte, Geweihte und Magier treffen konnten und vor allen Dingen ganz viel reden, während der Plot lief. Aber wir wollen auch mal wieder ein bisschen zurück zu den Ursprüngen unseres Labs und die Leute wirklich auf Missionen schicken und abenteuerliche Dinge erleben lassen in etwas kleineren Gruppen. Und damit haben wir jetzt auch schon angefangen. Steff als Ilmenblick hat die Leute gebeten, das ist eine Veranstaltung, die wir vor kurzem im Saarland gemacht haben, einen versteckten Borberadianer-Tempel zu stürmen und ein paar Dinge dort herauszufinden. Ich mag kurz ein bisschen was über diese Con erzählen, denn erstens bin ich sehr zufrieden damit, wie sie gelaufen ist und ich muss auch ein paar Leute und dergleichen hervorheben und vor allen Dingen möchte ich euch ein bisschen zeigen, wie das Schwarze Auge-Lab auch aussehen kann, nachdem wir zum Beispiel mit Videos wie zu der Horasia-Con, das wir bei uns auch im Kanal online haben, eher gezeigt haben, wie die ganzen Ambiente-Cons aussehen, wo der Schwerpunkt darauf ist, toll auszusehen, tolle Kostüme zu haben und das Flair der Welt rüberzubringen, aber wir wollten jetzt halt eben auch mal zeigen, wie sieht das aus, wenn man sich richtig auf die Ömme gibt und so richtig klassische Dungeon-Kost auch bekommt. Denn wir haben im Saarland für diesen Borberadianer-Tempel eine Location gemietet, über die wir ursprünglich mit den Dreharbeiten zu Space 1889 gekommen sind. Und zwar sind das die Schlossberghöhlen. Das ist eine mehrstöckige Höhlenanlage in einem Sandsteinberg unter einer geschleiften Festung. Und wir haben einfach mal angefragt, ob das möglich ist, nachdem es sehr problemlos möglich war, dort zu drehen, ob wir denn jetzt vielleicht auch dort laben können. Und die Leute waren absolut begeistert davon, mal was Neues auszuprobieren. Wir waren die Ersten, die so etwas dort gemacht haben und haben uns angeboten, nach dem öffentlichen Schluss der Höhlen an dem Tag, die sind natürlich begehbar und für Touristen aufbereitet, uns da reinzulassen und uns einfach auszutoben. Und dann haben wir dort auf drei Ebenen, die wir bespielen durften, eine kleine Gruppe Spieler auf einen Dungeon voll mit ein paar wenigen Bombardieren und vor allen Dingen Untoten losgelassen. So etwas ist natürlich nicht ganz unproblematisch, allein schon, weil wir diese Situation haben, dass wir zwar keine wirkliche Zeitbegrenzung haben, aber eine Art finanzielle Begrenzung, denn jede Stunde, die diese Höhle offen ist und jemand, der tatsächlich Höhlenführer ist, anwesend sein muss, um aufzupassen, dass wir nicht irgendwie durch unsere Blödheit was zum Einsturz bringen und alle draufgehen, kostet natürlich. Und wir mussten abwarten, bis alle von den normalen Gästen raus waren, bevor wir aufbauen konnten. Denn natürlich ist das eine moderne Höhle und wir wollten aus dem Borberadianer-Tempel machen. Das heißt, wir haben innerhalb von einer Dreiviertelstunde und einer Stunde das alles umdekoriert und Sachen reingeschleppt. Und jeder hatte dann vorher verteilt von unseren NSC genau eine Aufgabe, was diese Person aufzubauen hat und hinterher auch wieder abzubauen. Und ich bin sehr stolz auf das Team, dass das wirklich auch schön sauber lief und wir ziemlich schnell das Ganze sehr stimmungsvoll gemacht haben. Dann war die Frage, wie kriegen wir die Leute in die Höhle rein? Wir durften einen anderen Eingang benutzen als den normalen, was sehr cool war, weil sie dann erstmal 6 Stockwerke in die Tiefe laufen mussten, was auch den Kopf ein bisschen frei macht, um sich zu trennen vom normalen Tag und dann wirklich in den Dungeon runterzugehen. Das war, glaube ich, ziemlich cool für die Leute, die natürlich auch die Location noch gar nicht kannten, sich erstmal verlaufen haben und dann merkt man erstmal richtig, wie wichtig das eigentlich früher im Pen and Paper war, dass irgendein Depp in der Runde immer dazu gezwungen wurde, die Karte mitzuzeichnen. Und dass das noch viel schwieriger ist, wenn sich das alles nicht sauber auf irgendwelche Kästchen packen lässt, sondern halt wie eine Höhle nun mal so ist, sich durch die Gegend schlängelt. Die Leute haben sich also teilweise verirrt, sie sind da schnell über die Untoten gestolpert, sie mussten sich mit Rätseln und mit einigen dämonischen Türen und dergleichen auseinandersetzen und das alles in schummriger Beleuchtung, denn wir haben es auch geschafft, die Leute dazu zu überreden, die Höhle verwalten, größtenteils das Licht auszumachen und dafür dann noch mehr halt eben Stimmung zu sorgen. Vieles davon, wie gesagt, wir hatten nur eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde Zeit aufzubauen. War natürlich improvisiert, wie die Dämonentüren, die ganz schnell aus Stoff, der aussehen sollte, wie eine aus Stein gemauerte Wand aufgebaut wurden, durch die dann jemand den Kopf in eine Dämonenmaske gesteckt hat. Und auch viele andere Sachen. Wir haben halt das Layout der Höhle so genutzt, wie wir konnten und den Plot darauf angepasst. Wir haben den Fallengang aufgebaut, wo wir Wände aus Stoff aufgehangen haben und dann NSCs dahinter standen und Schwerter rauf und runter bewegt haben. Oder dann immer, wenn jemand an eine bestimmte Stelle kam, anfing nach deren Füßen zu grapschen oder Dinge auf sie zu werfen und dergleichen. Wir mussten doch relativ kreativ werden, aber innerhalb hat alles, glaube ich, ziemlich gut geklappt. Und das und hier, jetzt kommt eines der ganz großen Dankeschöns.
dank der NSCs, die nicht nur Zeug geschleppt haben, sehr schnell und effektiv auf- und abgebaut haben, sondern die dann auch wirklich als Untote stundenlang immer wieder neu gespawnt sind und durch diese dunkle Höhle geschlurft sind, in Masken, in denen sie fast nicht sehen konnten oder wirklich gar nicht sehen konnten, teilweise eine halbe Stunde oder länger in absoluter Dunkelheit in der Höhle gelauert haben und darauf gewartet haben, als Horroreffekt aus der Finsternis aufzutauchen. Yves de Metel von Ulysses war sogar selber da. Die ist immer mal wieder bei Labs von uns zu Gast, weil sie einfach Bock drauf hat. Und auch die hatte Spaß daran, als Untote durch die Gegend zu laufen und hat einen Schau draus gemacht, dass sie dass ihre Untote nicht gut sehen kann. Ist gegen Wände gelaufen, war desorientiert und unglaublich schlurfiger Zombie. Die NSCs haben auch alle behauptet, sie hatten Spaß. Die Spieler waren, glaube ich, ziemlich geflasht davon, weil das heutzutage fast schon wieder ungewöhnlich ist, so ein ganz straighter Abenteuer kannst du machen. Und weil es dafür wirklich eine großartige Location war. Also, ja, Hut ab an alle, die sich darauf eingelassen haben. Und vielen Dank an die Leute von den Schlossberghöhlen und an die NSCs und die Unterstützer, die es möglich gemacht haben, das alles irgendwie über die Bühne zu bringen. Und ich hoffe, ich habe mehr Leuten da draußen jetzt Lust drauf gemacht, in DSA mal was Abenteuerliches zu laben und einfach mal ein Latexschwert in die Hand zu nehmen und zu schauen, was passiert, wenn man sich da einfach mal reinstürzt. So viel zu Lab. Ich habe mich jetzt ein bisschen in Fahrt geredet. Tut mir leid, aber ihr merkt vielleicht, ich hatte wirklich auch selber Spaß in der Con, obwohl ich nur Spielleitung war und einfach nur von A nach B gehetzt bin und dafür gesorgt habe, dass alles irgendwie funktioniert zusammen mit Nico. Aber ich hatte einfach so viel Spaß, den Leuten dabei zuzuschauen, wie sie gespielt haben und wie die NSCs Bock drauf hatten, sich immer wieder anders umbringen zu lassen oder ihren Untoten immer wieder einen kleinen anderen Drift, ein anderes Schlurfen, eine andere Eigenheit zu geben. Kommen wir zurück zum Pen-and-Paper-Rollenspiel. Wir haben nämlich noch eine letzte Sache aus der 7-Windküsten-Produktflöte. Und zwar ist das die Rüstkammer der 7-Windküste. Ein Heft, das von Ulysses selber bezeichnet wird als ein Produkt, das niemand braucht und das vor allen Dingen eines macht, nämlich die Gegenstände und Waffen aus der eigentlichen Regionalspielhilfe mit ein paar Zusatzregeln und Fluff zu versehen. Um das klar zu machen, in der Regionalspielhilfe gibt es jede Menge Waffen- und Ausrüstungsgegenstände. In der Rüstkammer hingegen werden diese deutlich ausführlicher beschrieben. Es gibt für jeden Gegenstand einen ausführlichen Flufftext und ein schickes Bild. Dazu kommen besondere Fokusregeln, die wie immer rein optional sind. Obendrauf gibt es noch mehr Rüstung, mehr an Artefakten, mehr Gebrauchsgegenstände sowie ein paar besondere Waffen wie die Opallöwen. Das Ganze wird abgerundet durch ein kleines Szenario. Die Beschreibung eines typischen Schmugglerverstecks an der 7-Windküste samt NSCs, das man einfach in seine Abenteuer integrieren kann. Das Ganze gibt es für ein paar wenige Euro, genauer gesagt 12. Die Intention ist, dass man es den Spielern der Runde in die Hand drücken kann, wenn sie zum Beispiel in Albernia einkaufen, und dafür taugt es auch. Eine Wertung gibt es nicht. Und zum Abschluss haben wir noch was anderes. Wir haben nämlich Mesolith Band 2. Wir haben den Einstieg in die Reihe ja schon vorgestellt, nur noch ganz kurz zum Rekapitulieren. Das ist ein Comic, der spielt in einer fiktiven, sehr auf Geschichten fixierten und auf wie könnte der Alltag ausgesehen haben, ausgerichteten Version des Mesolithikums in Europa. Das heißt, wir haben Menschen in der einen von den drei Steinzeiten, die am wenigsten bekannt ist. Es ist nicht die alte, es ist nicht die junge, es ist die Zwischensteinzeit. Armes kleines Zeitalter. Aber eigentlich eine sehr interessante Zeit, in der die Leute nur teilweise sesshaft waren und interessante neue technologische Erfindungen auch mitgebracht haben. Aber das würde ich jetzt ein bisschen zu weit führen und archäologisch werden. Hier geht es weniger um die Archäologie, sondern mehr um das Was wäre wenn und wie war vielleicht die Weltvorstellung der Leute. Im ersten Band hatten wir auch schon diesen Gegensatz von dem Alltagsleben des jungen Poika, der selber so ein bisschen den Pfad beschreitet, dazu ein Geschichtenerzähler und vielleicht eine Art Schamane zu werden und den Erzählungen seiner Sippe von übernatürlichen Wesenheiten. Das wird hier drin jetzt fortgesetzt. Das große Treffen von Verwandten geht zu Ende damit, dass auch die Jahreszeiten sich ändern. Und wir haben einmal den Wechsel in dem Alltag dieser Mesolithen-Menschen, die zu einem anderen Ort ziehen, wo sie sich auf Fischfang konzentrieren und wo auch viele Sippen zusammenkommen, wo auch so eine Art Heiratsmarkt veranstaltet wird. Und dann ein Wechsel von Horrorgeschichten, die noch sozusagen am Winterlagerfeuer erzählt werden, von Eisleichen, die verzweifelt irgendwie versuchen, lebende Menschen zu erwürgen und zu essen. Erinnert mich ein bisschen Game of Thrones sich. Und dann einer Geschichte von arroganten, gut aussehenden Frauen, die in der Sternenwelt, hier sehen wir übrigens auch, wie früher mal das Festland Europas mit Großbritannien verbunden war, bevor der Wasserpegel gestiegen ist, also passende Karte,
Die Frauen, diese gut aussehenden Organfrauen, sagen, sie wollen nichts mit den normalen Männern zu tun haben und da würden sie doch lieber was mit einem Stern anfangen. Daraufhin werden sie in die Sternenwelt gebracht und stellen fest, dass sie sich eigentlich immer darauf verlassen haben, gut auszusehen und aber eigentlich nicht wirklich was können. Und am Ende sind sie dankbar für die echten Männer, über die sie sich vorher lustig gemacht haben. Der zweite Band von Mesolith ist nicht ganz so stark wie der erste, finde ich. Das liegt einmal daran, dass die Alltagserzählung so ein bisschen vor sich hin plätschert und diese ganze Sache mit dem, wie haben die Leute heiraten oder beziehungsweise Partnerschaften arrangiert, irgendwie alles ein bisschen, das ist sehr, sehr fabuliert. Sowas kann man nicht wissen und es ist auch jetzt nicht so irrsinnig spannend, sondern es ist eher das, worauf man am schnellsten kommen würde, wenn man sich vorstellt, wie in der Gesellschaft in so einer Situation vielleicht funktionieren würde. Und bei den Geschichten finde ich die zweite relativ schwach, weil dieser Topos von gut aussehende Frauen haben gefälligst mit irgendjemandem zufrieden zu sein und nicht irgendwie sich arrogant zu verhalten, vielleicht irgendwie ein bisschen komisch ist oder mir für mich einen komischen Geschmack hat. Frau soll gefälligst den Mann nehmen, der sie haben will und nicht in den sie will. Das ist das, was bei mir unter anderem in diesem Märchen ankommt. Aber es ist immer noch sehr stimmungsvoll erzählt und es ist vor allen Dingen auch künstlerisch mit tollen, eindrucksvollen Bildern und guten Gesichtern versehen. Und man hat sowohl in der realen Welt mit Proika und seiner Familie tolle und starke Bilder, wie zum Beispiel möglicherweise ein Begräbnis ausgesehen hat im Mesolithikum, aber auch in den Märchenszenen, wo dann die übernatürlichen Gestalten mit reinkommen. Das Ganze funktioniert immer noch sehr gut, aber nicht ganz so umwerfend wie im ersten Band. Deswegen sind es 7,5 Punkte, was eine leichte Abschwächung ist zu Band 1 für Mesolith Nummer 2. Das war's für heute. Beziehungsweise das war's für heute mit den Rezensionen. Denn es steht immer noch was Wichtiges auf der Tagesordnung. Wir sind immer noch auf der Suche nach Heinz. Das ist ja jetzt schon eine längere Affäre. Und wir hatten zuletzt ja gesagt, dass jemand uns die Nachricht zugespielt hat, dass es ein seltsames Video gibt, das vielleicht einen Hinweis darauf gibt. Ich kann mir das jetzt endlich anschauen und werde das dementsprechend auch tun. Ich nehme an, Nico wird das mit Hilfe von moderner Technik möglich machen, dass ihr da auch drauf guckt oder einen Link dazu bekommt. Hey, was geht, Chillers? Das ist eine anonyme Botschaft an die Fans und die Macher von Orkanspatler TV. Ich habe hier nämlich ihren Heiz Fesserli entführt. Und wenn nicht sofort alle Follower zu mir rüberkommen, dann werde ich hier dran ziehen. Ne? Ne. So, bleib still. Und dann färbe ich ihn pink und mache ganz schlimme Sachen mit ihm. Das ist eine anonyme Drohbotschaft. Also versuch gar nicht erst rauszufinden, wer ich bin. Pende ich mir einfach eure Fans und Follower aus und dann lasse ich ihn vielleicht frei. Was sagt er? Ja, er hat sehr viel Angst und ihr sollt euch gefälligst beeilen. Go F yourself. Ich glaube, ich muss mich darum kümmern. Denke ich. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Sachdienliche Hinweise werden entgegengenommen. Wie übergebe ich euch als Fans? Seid ihr damit überhaupt einverstanden? Bis später.